Hallo Leute, neuer Tag, neuer Spaß, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich bin hier an einem schönen Aussichtspunkt, der ist direkt da hinten, da gehen wir jetzt hin, da will ich mal angucken und euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Grüße gehen raus an alle, die jetzt unter das Video schreiben. Guckt mal bei den meisten vorbei, die machen selber alle Outdoor- und Wandervideos. Guckt da einfach mal rein. Also schöne Grüße hier von der Mosel. Nächste Woche soll es mal kalt werden, aber danach, glaube ich, haben wir fast Frühling und dann können wir wieder loslegen hier mit schönen Aufnahmen. Dritter Versuch mit der Tonaufnahme, also jetzt weiß ich bald echt nicht mehr weiter. Ich hole hier lauter Aufnahmen auf und die sind irgendwie alle ohne Ton. Also nochmal, zum dritten Mal. Ob es jetzt funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Das ist so übel. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich bin jetzt hier 20 Minuten knapp unterwegs, schön gemütlich. Und hier kann man schon den ersten Blick rund auf die Mosel erhaschen. Und auf der anderen Seite ist der Bleidenberg, da fahre ich immer sehr gerne hin abends. Für den Sonnenuntergang zu gucken, ist halt ein schöner Tipp, kann man sehr schön den Sonnenuntergang gucken. Und die Sonne ist noch ein bisschen hoch, vielleicht sehen wir den heute auch noch, den Sonnenuntergang. Und gucken wir uns den hier noch schön an dem Stein. So, bin ich wieder für Google Maps hier unterwegs und für alle anderen Sachen muss ich meine ganzen Bilder online stellen. Aber Google Maps, natürlich kommt erstmal hier ein schönes Foto rein und da könnte ich jetzt noch andere Videos aufnehmen für einen anderen Kanal. Aber da weiß ich noch gar nicht, ob ich den freischalte, wandern und fotografieren oder irgendwie in der Richtung wollte ich den nennen. Aber ich weiß nicht, ob mir das alles zu viel wird. Käme dann nur vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, ein Video oder vierteljährlich ein Video. Mal gucken, was noch alles kommt. Aber auf jeden Fall mache ich hier erstmal weiter mit dem Kanal hier. Der große Kanal, da der mal ein bisschen mehr wächst und so. Mal gucken, was da noch alles kommt. Kann ja eigentlich schon noch bergauf gehen und irgendwann sind die Leute auch da. Und dann kann man mit denen schreiben, schön in die Kommentare rein. Das macht immer am meisten Spaß. Genau wie Fotos für Google Maps zu machen, die dann da hochzuladen. Und die Leute haben dann was davon. Also immer einen Mehrwert bieten, versuche ich auf jeden Fall. Können wir mal gucken hier, was hier schon die Ecke ist, wo der Stein ist. Auf jeden Fall sehr schön hier. Jetzt mal da vorne hin, da gucken wir da mal runter. Was steht da unten? Ja, muss gleich mal gucken. Aber auf jeden Fall kann ich empfehlen, von unten hochzukommen, von der Mosel. Das ist wohl der schönere Weg. Das hier ist nur einfach nur so ein Expressweg. Da ist der Blick und da gehe ich jetzt hin, da gucken wir da mal runter. Das sieht schon vielversprechend aus. Verrückt hier, ey. Das ist so tief. Also das ist schon eine verrückte Sache, also wie tief das hier ist, da brauchst du echt Schwindelfreiheit. Das hier ist so verrückt, das Ganze. Ist einfach nur verrückt hier, einfach nur krank. Aber sehr schön, sehr schöne Sache hier. Also werde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ich muss mal gucken, wie man dann von unten hoch geht. Da sehe ich schon einen Weg. Der scheint schön zu laufen, da werde ich dann auf jeden Fall mal gehen. Aber das hier ist echt schon Daumen nach oben, sehr schön. Wundert mich, dass ich noch nie hier war, aber man entdeckt immer wieder neue Sachen. Das ist auch gut so, immer wieder was Neues sehen und lernen, das ist immer gut. Dafür Daumen nach oben, sehr schön hier. Aber sehr schöner Blick hier runter und jetzt gucke ich den Sonnenuntergang, dann trinke ich noch mal eine schöne Tasse Kaffee. Aber ich sehe das hier keiner. Das ist verrückt. Schönen Sonnenuntergang, schöne Motorradtour.
essen einen schönen Kaffee. Das macht Spaß. Schöner Blick auf die Mosel. Wenn jetzt noch schöne Musik dabei hätte, da käme mir richtig das Feeling auf. So, das hier direkt Müll irgendwo hinstecken, nicht hinlegen. Wenn Wind kommt, fliegt das weg. Und dann fällt das 10.000 Meter runter. Und das wollen wir nicht. So, schöne Tasse Kaffee bei bestem Blick. Schön heißes Wasser hier. Dann Sonnenuntergang genießen. Und dann schön mit dem Motorrad wieder weiterfahren. Prost auf euch alle. How could I know you were falling to grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because Hashtag wir sind die Reise, das ist die Reise, das ist geil. Tell me why I'm falling, oh, life's calling. Falling, 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 falling. Da geht's jetzt hin, zur Todesangst. Es sind viele Leute unterwegs und die Leute haben mega viel Spaß hier. Alarm, Leute, Katastrophe. Wir wollen ja mal ein bisschen Action-Video haben, nicht immer so langweilig. Ich bin wieder in meinem Element und zwar Tushi.